Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Lost in Horizon steht mal wieder an und Fahrzeugthema ist diesmal Streckenspielzeuge extrem. Und ja, extrem sehen die alle aus und sind sie auch auf ihre Art und Weise. Und extrem sind natürlich auch die Leute, die heute mit dabei sind. Da haben wir Andy, Maxi, Stui, Flowing, Falk Games, Games Falk, Falk X Games, Mr. Exi, Spadboy, Kuru, Aaron, Ares, Luna und Tobi. Grüßt euch. Hallo. 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 Hi. Ich meine, ein Fahrzeug ist vielleicht ein bisschen extremer als das andere, aber ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, außer vielleicht, dass Andy den Stern fährt und ich das Fahrzeug mit Klappscheinwerfer, aber diesmal ohne Klappscheinwerfer. So, haben wir das geklärt? Wunderbar, alle können an ihre Startposition gehen. Und so nämlich. Dann gucken wir mal gleich, wo hier Dingens ist. Das habe ich neu vergessen. Ah, doch, ich weiß wieder, wo ich hin muss. So. Ans Hauptfestival Großbritannien. Das ist korrekt. Da brauche ich aber ziemlich lang, bis ich dann entsprechend hier bin. Kein Problem. Hier, Ferrari-Vereinigung. Ja, schon. Was ist denn das? Ich würde so zurückspulen. Ja, nee, gerade nicht. So, richtigen Gang einlegen. So. Klein der F40 aussieht. Ja, der F40 ist ja auch nicht groß. Das ist aber richtig. Aber der Enzo ist jetzt auch nicht so riesig, also passt schon. Gut, egal. Unser erstes Ziel ist das Hauptfestival. Nein, Spaß, falscher Zufallsgenerator. Unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel. Ah, das ist ja ein einfaches Ziel. Das ist. Oder soll ich das vordere weglassen, um's. Naja, ich mach's nicht so schwer. Ja, komm, zum Einstieg machen wir es einfach. Also, unser erstes Ziel ist das Aero Diomo en La Selva. Mein Spanisch ist wieder perfekt. Ja, was? Ich glaube, das ist verschrieben. Also eigentlich müsste es Aerodromo heißen, nicht Aero Diomo. Aerodactyl. Aerodactyl, genau. Bin ich nicht so weit geflogen. Ich hoffe, aber es regnet heute nicht. Das wird mit Fullslicks unangenehm. Ja, die meisten haben tatsächlich Fullslicks. Und au. Der Klasse. Okay, das ist jetzt natürlich schlecht. Ja, das habe ich nicht gesehen. Fahr das aus. einfach ja, dann mach mal bitte was. Fahr so schnell wie mit dem Blitzer vorbei. Ja, ich weiß nicht, wer ich nicht. Ich sehe die Karte nicht. Schwierig. Ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Okay. Ah, fuck. Warte, Jalin hinterher. Ja, vielleicht finde ich warum mache ich denn sowas? Das ist jetzt meine Challenge. Ist es der hier? Ah ja. Ich bin sehr gespannt, ob ich die Route richtig im Kopf habe. Yeah, guck mal. Ich mache was für die Gruppe. Bei 25. Ja, ich bin gerade erst eingefahren aus der Kreuzung. Das ist direkt wieder. Nee, ich biege jetzt hier nicht rechts ab. Ich fahr vollkommen falsch. Ich bin jetzt wirklich instinktiv der Linie hinterher gefahren. Ja, ich auch schon. Ach so, ja, wenn ihr Ding anhabt, habt ihr natürlich eine Linie, das stimmt. Das aber uns kommt die ganze Zeit jetzt bitte wenden. Bitte wenden, ja, vor allem mitten auf der Autobahn irgendwie. Ja, siehst du, deswegen habe ich diese ganze Kacke aus. Ja, Anna habe ich auch. Signal, Anna ist weg. Linie ist nicht da. Nur das Auto, das Spiel und ich. Warte, war das jetzt hier links? Das ist auch aus. Bin ich wieder auch richtig? Die vom Hauptfestival. Oh ne, die von Wild, Rush. Ja? Nee, nicht von Rush Wilds, genau, müssten eigentlich relativ schnell da sein. Ja, ich weiß nicht, bin. ich weiß nur nicht mehr, wo haben wir denn ausgemacht? Ja, im Hangar. Auf jeden Fall hast du. Wenn es regnet, wirst du nicht nass, so viel kann ich dir schon mal verraten. Ah ja. Ah ja. Hallo. Warte, da war ich hinter. Aua. Bitte, wenn. Nein, Bugatti? Ja. Hey, achso, der Bugatti gehört zu uns, oder? Ja, ich gehöre zu uns. Und der Divo gehört auch. Wir sind alle wie groß. Durchs Event. Ja. Wir können mal Pause gehen. Ah, das wird irgendwann auch vorbei sein. Die Brücke treibe ich nicht. Ja. Alles gut, hat keiner gesehen. Das war eigentlich dumm, hier lang zu fahren. Ein bisschen mehr für Platz. Wir das im Herzen nicht alle. Für wer das Herz? Ja. Ganz eben. Gibt's da was von Ratiofahren dagegen?
Nee. Aber die haben gute Preise und gute Besserung. Oh. Sehr gut. Dann ist ja alles super. Ich finde ja diese Digitalanzeigen von F40 so geil. Die haben so zwei quasi Balken. Diagramme nenne ich es jetzt mal. Und der eine ist der Ladedruck und das andere ist die Drehzahl. Das wird schon ein bisschen gut. So, irgendjemand kriegt gerade ein SMS. Das ist angehört. Ja, oder das Headset geht leer. Das ist ein Punkt, den man logischerweise nicht sieht. Nein. Wo wären der Blitze? Ach, da oben. Ja, moin. Ja, ja. Man denkt, man kennt die Map, bis man das erste Mal Lost Image spielt. Sag mal so viel, das ist ja noch fast das einfachste Ziel. Ja, ich fahre hier gerade her, bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich richtig fahre, aber trotzdem habe ich so ein Gefühl, dass man sagt, du könntest auch weit. Aber ich sehe, dass Ray fährt. Ja. Weit geht es mit der Leute. Aber also, ja, ich hoffe, auch durchs Arcade, das ist der Trick. Nee, hoffe, weil jemand anderes kann sich immer noch nicht fahren, aber. Das fehlt auf Straßenschild. Wobei, es ging jetzt zwischenzeitlich auch mal für die komplette Karte für eine Stunde oder so. So. Ein bisschen ab und nach oben, wo. Ja, Aaron steht. Aber stehen. Ja. Doch nicht, dass Aaron sich nicht bewegt. Schockstand. Ich weiß nicht, wo ich zu bleiben verstehe. Der ist ausnahmsweise jetzt mit meiner Orientierung sind wir nicht im Stich gelassen. Komm auf jeden Fall ein paar gerade. Ray, der Blitzer ist in eine andere Richtung, ne? Mir wurde mal gesagt, alle Wege führen zum Blitzer, also. Ah. Mexikanische. Ja, ist mir nicht. Gibt's nicht, super. Das heißt, Kurs noch unterwegs und... Hey, ich bin doch schon da. Logan und Aaron ist noch unterwegs. Ich bin doch schon da. Dass ihr geghostet seid. Oh, noch 5 Minuten, Leute. Also übrigens, die 5 Minuten, also der Countdown zählt auch hier für das Ziel, ne? Das ist klar. Aber mit dem Fortschritt 480 Kilometer pro Stunde. So. Wer ist denn überhaupt noch unterwegs? Frag mal so. Niemand. Also ich sehe noch die Punkte von Koro und Aaron auf der Map irgendwo stehen. Also ich bin schon da. Das ist gelogen. Nee, die einzige Person, die ich hier sehe, ist Luna. Ich sehe keine Punkte. Sonst sehe ich gar keinen. Ja, Aaron, bist du denn noch unterwegs? Ja, ja. Ich bin okay. Ich fahre noch. Den dich halt leider nicht. Aha, da bist du. Ja, ich sehe euch auch nicht. Super. Bist du dir denn sicher, dass du dann da bist? Ja, ich bin da. Bist du am falschen Ziel? Keine Ahnung. Das ist echt tatsächlich falsch hier eingetragen bei mir. Warum habe ich das? Das ist ja furchtbar. Da steht denn der Punkt? Ah, Io Diomo habe ich geschrieben. Der Punkt von Aus. Ja, hier. Doch, es gibt sogar Sekretariat de Infrastructuria Comunicaciones y Transportes. Wie sie. Was sind da denn für schöne Namen dabei? Ich sehe halt auf der Map halt gar keinen. Also ich sehe nicht mal euch quasi als Punkt. Direkt hier, also, die direkt hier stehen. Wurde ich das eigentlich in Filtern aktiviert? Richtung Tulum ist ein Punkt bei mir. Das ist Kuru. Ah ne, ich habe es nicht aktiviert. Okay, ich bin dumm. Ja, dann. Das erklärt so einiges. So, also Aaron ist bei mir noch oben am Start. Ja. Da sehen wir den auch. Ach, der macht doch heimlich noch das Arcade. Der macht jetzt auf einen Schlag, steht halt da, Pizza füllt. Ich mach dann noch die Geschwindigkeit von 10.000 km/h auf. 3 Minuten verbleibend. Warum haben die Mexikaner alle so coole Namen? José Antonio Padilla Segura. Wer war hier nochmal zuständig fürs Verteidigungsminister-Aufsagen? Immer Manuel Rodriguez Gutierrez.
bin halt einfach Namen. Wahnsinn. Haben wir hier nicht? Doch, bestimmt. Ich noch mal für irgendjemanden, oder? Ja, ich suche gerade noch den Treffpunkt. Echt, wo haben wir denn Manuel Rodriguez Gutierrez? Ja, ist halt bestimmt jemand so ähnlich in Deutschland. Okay. Ja, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Also ist jetzt kein Name wie Hans Müller oder so, also... Bin auch ja, das da. Ist klar, aber es gibt, also in Deutschland ist doch so Multikulti, da gibt es doch bestimmt ja, den einen oder anderen. Weiß ich halt nicht, wie das in... Es hat mir mal einer in den Kommentaren erklärt, wie es in Mexiko läuft mit Zweit- und Drittnamen, aber habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Okay. Der FXXK sieht so ein bisschen aus, oder die Farbe vom FXXK sieht aus wie so eine billig Klebefolie. Die da drauf geklatscht wurden. Oh ja. Lametta, so es gibt doch diese total glänzenden Folien da. Das ist so für Geschenkpapier oder so, keine Ahnung. Wir hatten original so ein Geschenkpapier dieses Jahr an Weihnachten. Das war letztes Jahr. Solche Folie gibt es auch als richtige Carving-Folie. Ja, so, natürlich, aber ja. Aber ist aber schon, genauso meine, Bullshit, ja. Das kann man sich an Kirschbaum hängen als Kirschbaumkugel. Das ist genau, das Design von Maserati, ist auch Stück. Sehr interessant. Von Maserati, den sehe ich gerade gar nicht. Oder? Sehe ich ihn? Nee. Ich sehe tatsächlich nur den Maserati und den ersten Martin. Ja, ich auch. Ich sehe nur den ersten Martin. Martin. Muss man ganz fix den ersten schon Martin. Seid ihr auch sicher, dass ihr im richtigen Ort seid? Ja. Okay. Ja. Ja, ich dachte mir gerade, da wäre ich am Flug. Ja. Hätte ich nicht sagen wollen. Shit. Wollte jetzt einen Daten. Ja, come on. Das Ziel heißt Aerodromo. Also wer da nicht weiß, dass das Ziel der Flugplatz ist, der weiß es jetzt. Um die Zeit zu vertreiben, Mexiko. Und das Einzige, was ich tatsächlich an Daten finden kann, ist eine Preisentwicklung von Flügen zwischen Deutschland und Mexiko zwischen 2019 und 2021. Und ich kann euch erzählen, die Preise sind in der Zeitraum 29% gesunken. Ich bin 340 Meter gesprungen. Haben wir auch was gelernt hier. Ja. Hat aber leider am Gesamtgruppenfortschritt nichts gebracht, Andi. Ich glaube. Ja, jetzt fehlen noch die Kilometer. Die Stunde, Entschuldigung. Oh nein. Was zeigt rum? Alles klar. Ich bin am Weg, Leute. Ah, ich glaube, der Maserati stand in mir drin. Das ist natürlich. Ja, das ist jetzt schlecht für die Statistik. Ja, wir haben euch noch nie verloren. Der Maserati sieht vom Design halt aus wie so ein Art Car von BMW. Also finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Für einen Rennwagen. Entschuldigung. Es gibt einen Strike. Eigentlich nur HKS drauf geklatscht. Jetzt sehe ich leider kein Maserati-Design mehr, muss ich sagen. Aber ich sehe es nicht mal. Ich kam jetzt aber so ganz dumpf. Leute, Strike. Fupp, und ich gucke halt auch noch genau auf den Maserati so von vorne drauf. Ich sehe halt nur, wie er auf einmal weg ist. Ja. Otto. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ja, alles cool. Ja gut, dann sind jetzt alle da, denke ich. Ja. Ja, okay, wunderbar. Dann lose ich mal euer nächstes Ziel aus. Aaron, du darfst bei Apex starten, Andy bei Bacha, Ares bei Wilds, Falk beim Hauptfestival, Luna bei Bacha, Maxi bei Wilds, Mr. XT bei Rush, Spatboy bei Street, Stui bei Street, Kuru beim Hauptfestival, Tobi beim Hauptfestival und meiner Eins bei Wilds. Oh Gott, da komme ich ja niemals raus mit der Karre. Der alleine bei Bacha. Jetzt geht los, ich drehe einfach hier meine Runden. Ja, Ziel ist Bacha, Rank 9 Spaß. Oh. Das nächste Ziel ist... Ich doch nicht rein. Oh. Ist... Ah, guck mal. Das nächste Ziel ist Los Forasteros. Ah ja. So, das ist die Ausfahrt. Eine. Wenn ich jetzt mal wüsste, was das ist, wäre mir geholfen. Ja. Ist das überhaupt nicht? Ja, das ist die Ausfahrt. Ja, wer die letzte Ausgabe dabei war, der weiß vielleicht, wo es nicht ist. So nämlich. Aua, aua, hey! Lass mich doch leben. Aua! Fahr mal vor. Fahr mal vor jetzt. Komm. Ich hab hier ein altes Fahrzeug. Ja, kann nicht so schnell. Ja, wo willst du her? Links, rechts? Ah! Hey. Du kannst auch gerade ausfahren. Ja, ich hab ausgeschlagene Lenkachse. Tut mir leid. Hey, Sesto, wo fährst du hin?
Komm ich mit? Ja, dann. Dann für den ersten Mal in die Irre. Ich nehme jetzt einfach überall mit der Sigla. Und nicht zum Ziel fort. Wie heißt das nochmal? Los Forasteros. Ja. Ah ja. Und weiß ich, ob ich den ich so heißt auch noch YouTube-Kanal. Was es sein könnte, aber. Es ist nicht Los Beatsmeet. Das heißt nicht Beatsmeet. Nee. Ich glaube, könnten wir auch mal versuchen, Spanisch zu besetzen, aber ich glaube, wir kommen einfach nur Beatsmeet raus. Ich will ins Beatsmeet-Dos, die wir doch im Kurs von Tinte gelernt haben. Kein Frag Plan, was das sein soll. Nein, nein, wir fahren hier lang. Jetzt darfst du abgehen. Ah, ich sehe nichts, es blendet so. Ich habe ein FXXK mit Glitzerfolie vor mir. Ich verfolge den Sesto auf der Hauptstraße Richtung Osten. Bin unterwegs. Fahren LKW kommt. Halt, stopp. Ja, wir fahren Richtung Osten. Das weiß der FXXK, wo das Ziel ist, oder? Ich weiß, wo das Ziel ist, ja, aber... Aber zur Sicherheit fährst du mir trotzdem einfach mal im falschen Weg hinterher, perfekt. Bin ich wohin hinterher. Achso, nee, bin ich der FXXK, nee. Bist du das Sesto? Ja, wenn du Richtung Westen willst, aber... Okay, der FXXK scheint doch Richtung zu Westen. Wissen, wo es ist. Ich bin in... Weil der hört die Stadt gleich ab. Wir müssen aus der Stadt raus. Ja, dann fahr durch Richtung Süden. Um die Kurve rum, ja, wollen wir doch. Und hoffe, dass ich dann irgendwie finde, dass ich mich dann einfach dranhängen kann. Du willst Richtung Vulkan zu, du weißt ja an, die, wo man da fahren muss. Ja, ja, klar. Ist halt die Frage nicht mit dem Truck, ne? Ja, egal. Das schaffst du jetzt. Könnte man gleich mal sagen, ob man das sieht. Oh Gott. Also, wenn du mir sagst, in welche Richtung willst, dann sag ich dir, wo wir da langfahren. Ja, das krieg ich zusammen. So, Leute, erster mit dem LKW. Bitte? Jetzt weiß ich, glaube ich, wo ich muss. Ja, da kommt der Pagano. Oh, der hat keine Bremsen verbaut. Jetzt kann er die offen. Berechne, dass mein Hauptspeed bei ca. 42 liegt. Ich hab mich so dafür mein Kurvenspeed bei 3-mal so hoch wieder. Oh, jetzt bewegen sich die Punkte auf der Map alle so, wie sie sich im SMP gemacht haben. Wir müssen ja abbiegen. Frag dich nur, wie lang. Ja, das ist gerade stehen geblieben, scheiße. Ja, das funktioniert doch nicht. Don't give me hope. Digga, ich bin lost. Ey, der 40 fährt sich so scheiße. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn das, wo ich gerade hinfahre, nicht das Ziel ist, dann habe ich ein Problem. Verschmeißen zu und los. Dann hast du ein Problem. Also habe ich ein Problem quasi schon. Kreuzung! Das könnte sein, ja. Ich habe den Namen vergessen, aber ich weiß nicht ungefähr, wo es ist. Ah, ist das die Hütte da oben? Los Forasteros. Doch, tatsächlich. Ah, der bewegt sich. Warte. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich zu Los Forasteros? Ich hab echt keinen Plan, was das ist. Ich auch nicht. Das war ein Song. Der geht normalerweise. Ich habe jetzt einen. Wir müssen bremsen. Ja, also. Oh, ich habe jetzt den übelsten versteckten Tipp raus. Ja. Oh, jetzt hätte ich fast die Gletschermöwen umgefahren. Wir machen das so wie letztes Mal. Ja, ich glaube nur, dass wir falsch sind. Nein, nein, sind wir nicht. Ja, doch, weil Andi ist eindeutig nicht hier. Ja, ja, komm, ich zeig dir wohl. Okay, ich verstecke das nicht auch mit seinem kleinen, kratzigen Fahrzeug. Ich verstecke mich gut links. Zeig mir, wo er steht. Bin in den Camouflage, man sieht mich nicht. Ah ja. Du siehst mich nicht, Stubi. Das ist ja ganz schön frech hier. Ich stelle dich aber genau mal hier hin. Stubi, du stehst so weit außen. Komm, ich bin so flach, ich sieh mir nicht. Zurück. Ich mach hinten Deckel zu. Oh nein, ich werd festgenommen. Mist. Wir haben Andi. So, wer ist noch da? Ich muss mal ganz dringend hinten raus. Warte mal, ich fahr durch einfach. Echt halt. Der Ghosted, Andi Ghosted. Nee, okay. Egal. Ja, oh. Ich glaub, das wird nicht Richtung.
Falk scheint wirklich ein bisschen los zu sein, oder? Das ich, also sagen wir es so, die Punkte werden auf jeden Fall ein bisschen mehr aktualisiert als früher, aber... Ja. Ich hab keinen Plan, was ist. Ich auch nicht. Also gerade wirklich... War es wirklich so wie in Horizon 4, dass die sich halt so stückweise bewegen, aber halt so stückweise flüssig? Ein, zwei Aktualisierungen pro Sekunde? Ja, jetzt und, springen sie halt quasi 50 Fußballfelder voran. Genau. Ui, guck mal. Da sind zwei in der Stadt. Also eigentlich hab ich den ultimativen Tipp schon gegeben. Jetzt muss eigentlich jeder wissen, was das ist. Ja, der Ultima ist, also... Ja, den Ultima-Tipp. So wirklich. Auf dem guten Ultimas, Weg, oder? Ultima trifft aber gleich auf den Divo. Das wird was ist eigentlich der Aston Martin? Gleich gibt's Schrott. Wer fährt denn den Aston Martin? Ach, das ist gleich den ultimativen Mist. Divo. Den ultimativen Dive gibt's jetzt, was? Und BAM! Oh! Ganz knapp. Ich hab noch draufgehalten. Das war ein Treffer. Warte mal. Wo war denn das hier? Divo, bist du das, Falk? Ja, das bin ich. Ja, warte, lass mal zusammenarbeiten. Das war doch hier irgendwo war das doch. Ja, oder? Ich dachte auch, dass... Vielleicht das trefft ihr euch nochmal an dem Treffpunkt von gerade eben. Ja, wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich glaube, das war doch irgendwo. Machen wir Schaden, Max. Hat irgendwer für mich einen Tipp, dass ich überhaupt erstmal weiß, was das ist? Das ist doch dieses, ich dachte immer, das wäre das Ding hier, aber... Wenn du es übersetzt, kommt ein YouTube-Kanal dabei raus. Wo bist du? Korrekt, wenn du es übersetzt, kommt ein YouTube-Kanal dabei raus. Aber ich glaube nicht, dass dir das hilft tatsächlich, weil das ist schon sehr über die Ecken gedacht. Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Weil ich habe genau... Ja, das ihr beiden schon. Nicht Offroad fahren. Also, ich weiß nicht, ob ich es richtig geschrieben habe, aber eine Musikgruppe kriegt man ja auch raus. Ne? Ja, lass uns mal zu den Gletschermöwen fahren. Musik haben die auch gemacht. Also den YouTube-Kanal, also beziehungsweise der wird schon lange nicht mehr bespielt, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, das hilft euch alles nicht. Nichts. Ja, mein Gedanke, das war leider auch. Wenn ein FXX für den Divo drill. Gibt's kleine französisch-italienische. Ist jetzt ein FXSK mit W16. Ultimas. Ich hätte jetzt auch gedacht, hier vorne rechts. Oh Gott, was mache ich? Ja, nee. Aber hier ist jetzt ja die Gletschermöwen. Also, ich sag mal so: herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Gletschermöwen entdeckt. Ja, cool. Eine seltene Spezies, die wie nur an den ausgetrockneten. Ja, das sind ja eindeutig Möwen. Und das ist ja wohl eindeutig ein ausgetrockneter Gletscher, so wie der aussieht. Richtig. Also sind das eindeutig die bekannten Gletschermöwen. Mexikos. Meinst du, das wäre hier hinten in die Richtung? Ja, aber bis an den Canyon ist das doch. Da kommt doch nur noch der Canyon, dann geht es oben wieder in Richtung Rush Festival. Canyon, ne? War da was? Canyon. Aber der Canyon heißt anders. Der heißt der Canyon. Hopper Canyon. Ja, was ist das hier? Was ist das hier rechts? Was? Oh, Ken Canyon. Warte mal. Ken Canyon und Barbie. Ach, das Ding hier meinst du? Ist ja, das... weiß ich nicht. Nee. Müsst ihr doch nicht. Das hier sein, aber wieso sehe ich euch nicht? Da ist nur eine Geschenklieferung. Denk mal um die Ecke, Aris. Denk mal, fahr mal um die Ecke. Maxi, vielleicht ist es doch hier und die verstecken sich alle. Nein. Was? Ja, nein, würden wir nie tun. Wir stehen am richtigen Treffen. Wenn du genau dahin fährst, wo du zu hinzufahren hast, siehst du uns direkt, ne, Aris? Ja, gut. Wenn es halt deswegen habe ich Andi auch sofort gefunden. Moin. Ja, richtig. Aber, richtig. Aber wenn jetzt... Warte mal. Nee. Nochmal ein Tipp für euch beide. Da, wo ihr euch zum ersten Mal getroffen habt, fahrt da nochmal hin und dann überlegt nochmal neu, wo es sein könnte. Da hinten noch die eine Hütte. Das ist nicht die, wo wir schon mal waren. Da bin ich auch schon reingefahren. Aber das ist noch eine andere quasi. Da bin ich auch schon reingefahren in den Hof und hab's aber nichts gesehen. Okay. Hat jemand irgendwie die Dann war es das wohl. Ihr. Weißt du, ich würd jetzt auch sagen, wir machen die FH4-Taktik und fangen an, die Straßenschilder zu lesen, aber ich glaube, der Name, den gibt es nicht hier im Spiel. Nee, das ist eine Eigenkreation, das kann ich euch schon mal verraten. Ja. Das ist das Problem, das habe ich auch schon versucht. Das war in FH4 nämlich immer der Cheatcode, wenn du angefangen hast, die Straßenschilder zu lesen. Ja, also ich sag mal so, ihr dürft eine Sache jetzt nutzen. Nutzt mal einen Übersetzer und gebt das mal ein und guck mal, was dabei rauskommt. Muss ich jetzt aber auch mal machen. Magst Übersetzer aber deutsch-italienisch. Ja. Bus. So. Bus. Ja. Hier ist das Ding. Oder ein bisschen weiter. Ich meine, das war dieses Ding, was ein bisschen weiter vorne kommt, ja. Aber... Ja. So, ja, hier ist so eine. Also Husi mit M8 und Lehrerkadaver mit seinem GT3S sind auch wild am Suchen. Wenn ich aber ist schön, wie euch geräumt. Die Außenseite. Okay.
Das ist eventuell. Nee, das ist doch nicht da, oder? Nee, das ist nicht. Es ist das Gefühl. Jo, das ist nicht da, aber wo ist aber es denn? Warte, ist hier hinten nicht noch eine Hütte, oder? Ja, das sind überall Hütten. Ja. Wir fehlen denn jetzt noch? Ja, fehlt Falk und Aaron. Ihr wisst aber schon, dass ihr euch nicht gegenseitig zerstören sollt. Jetzt hier, das war hier so ein Mitschaden. Aha, jetzt weiß ich, was das heißt. Aber es hilft mir nicht im Weg. Falk, grün ist aber also ist das eventuell der Punkt da hinten irgendwo? Ist so ein Fährtenleser dabei. Ja. So ein Spürhund irgendwie. Da gab es doch irgendwo den einen Punkt da, wo auch die Scheune ist. Oder? Du meinst, wir haben Weg hinführen. Feldern. Ja, ist auf jeden Fall eine Scheune in der Nähe. Ja. Ah. Ja, wo geht's denn da rein? Glaube ich, keine Ahnung. Ich habe die Filter nicht an für die Scheune. Wo geht's denn jetzt zur Scheune? Ich glaube, wir sind schon. Luna, stehst du oder wird es mir noch falsch angezeigt? Warte, ich fahr mal kurz hier hinten lang und guck mal, ob es hier irgendwie so einen Schleichweg hochgeht. Es ist ja. Schleichweg? Ja, oder. Oh Gott, wo fahr ich hin? Das war Offroad. Tobi ist bei mir angeblich auch noch nicht da. Ich bin auch noch nicht da. Ich kurve mein einziger Orientierungspunkt ist gerade noch der Vulkan. Ja, das ist aber gut. Vulkan ist schon mal nicht schlecht. Ist das nicht da hinten im Tal? Also ich sag mal, den Vulkan sehen wir. Ja, ich habe jetzt nach. Ja, aber nicht alles. Also aus dem Auto raus ist schwierig. Aus einem Truck vielleicht einfacher. Hinten raus sehe ich gar nicht. Ich habe kein Fenster. Ja. Wir fahren auf den Vulkan hoch, weil da oben können wir uns besser umgucken. Ja. Drei Stunden. Die Pfadfinder-Taktik. Boah, ich kann den hier voll ins Wohnzimmer gucken. Hast du da hinten überhaupt was am Ende von diesem Ding hier, von den Klatschermöwen? Nee, oder? Nee. So, Luna, jetzt einfach rechts halten jetzt. Wenn da rechts irgendwie sowas ist, wo du denkst, das könnte doch ein Zielort sein, dann guck dich da mal um. Ich fahr nochmal zurück und guck nochmal, ob da irgendwie ein Weg ist. Nee, da ist kein Weg. Hey, wir haben da gerade dreimal abgesucht, Falk. Ja, keine Ahnung. Vielleicht die falsche Seite? Ich weiß es nicht. Ich finde es halt geil. So, eigentlich haben schon ganz viele gesagt, was Sache ist. Dui hat's gesagt und Ares hat man es ja gesagt und auch andere hat man schon gehört, das zu sagen. Eigentlich, wenn man diese Tipps zusammennimmt, dann sollte man eigentlich wissen. Hätte man schon fast drauf kommen können. Könnte man eigentlich fast drauf kommen, ja. Meinst du das hier rechts? Ich bin gespannt, ob ich drauf gekommen bin oder ob ich noch inkompetenter bin, als ich dachte. Das hier ist es nicht, oder? Okay. So, ich mache jetzt den Übersetzer auf. Wie heißt das Ziel nochmal? Los Forasteros. Also die Übersetzung kann ich dir auch sagen, heißt so viel wie die Außenseiter. Also diese Ansicht ist schon, Gold wert, ne? Ja, jetzt wo die Punkte mal so mehr oder weniger mal synchronisiert werden, ist es auch mal echt wieder ein bisschen lost in, wie es sein soll. Man sieht, wie also andere verloren sind. Boah, ich hätte Luna gerade fast in einem Duell herausfinden können. Ich finde den Drohnenmodus gerade viel cooler. Echt? Cool. Ja. Also das Symbol war da. Also Falk, wir können gar nicht so weit weg sein, wenn Spitboy den Drohnenmodus benutzen kann. Ja. Nee, sind wir auch nicht. Wer meint ja von Gletschermöwen. Ja. Aber ich hab's ja gerade im Drohnenmodus verloren. Ja, ich auch. So. Also jetzt haben wir zu viel gesagt. Da waren die zwei plötzlich lost. Nochmal der Tipp. Fahrt da mal hin, wo ihr euch zum ersten Mal getroffen habt, wo ihr euch entgegengekommen seid. Ja, weil da hinter uns ist noch wer, oder? Dem Punkt bitte mal hinstellen. Erinnert euch, wo haben wir die Folge heute begonnen? Am Strand. Nein, schon jetzt für dieses Ziel. Ja, das ist also mit der Straße, wo ihr jetzt seid, habt ihr euch ja einmal getroffen. Sozusagen. Ja, so circa Mitte der Pizzazone, ne? Ich bin die ganze Zeit niemandem begegnet, seit dem Starterfestival. Genau, da ist hier, ist es, oh Gott. Jetzt seid ihr zu dritt. Jetzt mal gucken, ob ihr es zu dritt findet. So, wo seid ihr? Also, ziemlich genau hier haben wir uns noch getroffen. Ja. So, ja, genau drüben, ja. Es gibt hier noch einen dritten, der lost ist. Ja, Luna ist auch noch bei euch, genau. Jetzt mal gucken, ob ihr zu dritt diagonalisieren könnt, wo das Ziel sein könnte. Ja, in der Theorie, Punkt das steht, hier. Aaron steht. Ja, und in der Praxis? Muss es ja ein Treffpunkt geben, da keiner. Wir auch sind. Aber von dem Winkel ja, sicher, dass da keiner steht. Hast du dich auch mal richtig umgeschaut? Oder? Wie gesagt, ich hätte Luna gesagt, sagst du das einfach so? Einfach mal kurz reingeguckt und einfach das so beschlossen.
Hinter da hätte ich den nächsten herausfordern können. Ach du. Aha. So, hey, ey, das könnt ihr nicht machen. Also es wurde mehrfach eigentlich jetzt gesagt, dass wir da vielleicht hinten dran stehen, aber gut, dass niemand zuhört. Oh mein Gott, das ist ja wirklich gefahren, Falk. Auch so 4-5 Mal bestimmt schon. Oh Gott. Zwei, ey. Das war schon sehr lustig anzusehen, wie sie da, ey, das ist doch ein Weg. Nee, das ist kein Weg. Das könnt ihr doch nicht machen. Oh Gott! Oh Mann, ich blamier mich hier schon auf ganzer Linie. Das ist ja echt unglaublich. Wir sind noch da vorne so, in den Weg lang gedackelt, oder? Lost, Maxi. So, fehlt jetzt noch Tobi oder wie? Oder? Ja. Ich fehle auch noch. Ach, ihr seid auch noch unterwegs. Ja, ich sehe ja leider jetzt nur andere zwei Leute, die anscheinend auch noch suchen. Hier ist Aaron festgebackt links am Strand. Ja, doch. Also, um mehr Tipps zu geben. Also. Wir wollten quasi so ein Pendant zu der Jägerhütte aus FA4 so ein bisschen haben. Und haben dann auch überlegt, ob wir das irgendwie Jägerhütte oder Waldhütte oder irgendwie sowas nennen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja voll so ein Außenseiterbereich. So. Und dann habe ich gesagt, ja, Außenseiter, die Außenseiter. Dann lass das mal übersetzen und so nennen wir es. Das ist ein Ort, der ja halt einfach so ist auf einer Straße, die man tatsächlich, glaube ich, nicht sehr oft fährt. Außer bei Goliath fährt man sie tatsächlich. Ja. Es ist am Fuße des Vulkans. Ich bin doch schon in Dunas Blancas. Mensch, wo ist diese verfluchte Einfahrt, die ich suche? Eine Einfahrt wirst du nicht benötigen. Nee. Dann weiß ich immer noch nicht. Dann weiß ich gar nicht, wo es ist. Dann kann ich keine Hinweise deuten und bin doch los. Es ist direkt, also es gibt ja Straßen, die direkt um den Vulkan führen, die richtig dran sind am Vulkan. Asphaltierte Straßen. Und die vielleicht einfach mal langfahren. Einfach mal Vulkan abfahren. Auf Gas, da kommt er. Mal Knallgas. Warum auch immer ich gerade auf einer Schotterpiste bin. Da ist er weg. Jetzt ist er lost. Doch auch von der Map weg. So, das Game deinstalliert. Automatischer Selbstzerstörungsmodus. So lange warten wir aber nicht, bis du es wieder runtergeladen und installiert hast. Und synchronisiert hast. Frage, bis wann habt ihr heute Zeit? Oh Gott, also Aaron, nein! Das letzte, was ich von dir gesehen habe, war auf jeden Fall, dass ich du bin noch schon richtig da. Warst. Ja, okay. Dann fehlt noch Tobi. Ich hab nur aber ich weiß leider nicht, wo Tobi ist, deswegen kann ich es schlecht sagen. Der Map sehe ich ihn nicht. Bretter gerade auf der Schotterpiste in diesem braunen Schwarzensandgebiet Richtung Vulkan. Ah, da unten, ja. Ist, oh. Aber der aktualisiert sich nicht, der steht. Punkt bei mir. Ja, ich sehe ihn da nicht. Bei mir ist er noch südlich vom Festival. Ja. Ja, bei mir ist er bei Horizon Baja südlich davon. Ja, ich bin gerade irgendwo am Rand der Wüste. Das können schon ungefähr hinkommen. Ich dachte erst, das wären diese runden Felder da, nee. Wo ich hin muss. Nee. Die kam noch nie bei Lost Horizon dran. Die kam, das ist das einzige Ziel, was tatsächlich noch nie dran kam, ja. Der 2 hatten wir doch, oder? Nee, das andere müssten wir, glaube ich, in der ersten Ausgabe mal gehabt haben oder so. Really? Okay. Sind wir wirklich noch nicht zu den runden Dingern gefahren? Nee, die kamen mal dran. Also ich habe mal in irgendeiner Folge ausgelost, was wäre als nächstes dran gekommen. Und dann wären sie es gewesen, aber wir haben schon aufgehört gehabt. Ah, okay. Also die kamen wirklich noch nie dran. Deswegen wussten wir letztes Mal auch nicht, wenn sie dran gekommen wären, wo hätten wir uns da treffen müssen. Das haben wir mal festgelegt und dann haben wir es aber vergessen und dann haben wir es neu festgelegt. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Wir haben es schon wieder vergessen, oder? Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Nee, ich weiß, wo es ist. Es müsste eigentlich auch im Regelwerk so stehen, normalerweise, wo wir uns da treffen. Jetzt für die also ich kann es ja sagen, im Falle, dass die drankommen, es wäre im nördlichen Kreisel der nördlichste Punkt. Der nördlichste. Das war mal bei dieser Hütte, die da ist. Ne? Ja. Da genau, das sind so eine Hütte. Gelegt. Genau, da treffen wir uns dann. Da fährt ja auch ein Schotterweg hin. So, Tobi, leider weiß ich nicht, wo du bist. Ich kann dir leider gar nicht so wie ich einen Tipp geben. Ich kann dir nur sagen, es ist eher so der nördliche Bereich des Vulkans. Okay, also muss ich nördlich vom Vulkan kommen. Dann bin ich komplett falsch. Ich fahre irgendwo in der Wüste, fahre ich gerade, Wüstenrand rum. Ja, Wüste ist eher so der Westen.
Ja, ich bin da oben in der Gegend nie. Ich fahre eher unten im Dschungel rum. Deswegen sage ich ja, es ist ein Außenseiterpunkt, weil man da eben nie fährt. Das ist es ja. Darum kenne ich den Punkt wahrscheinlich gar nicht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das, sonst wärst du ja schon da, ne? Ja. Wir helfen gerade auch keine silbernen Gletschermöwen. Gletschermöwen sind legendär. Also, die muss man kennen. Ich kenn's auch nicht. Was? Hast du noch nie mehr jetzt damit gespielt? Ich muss noch mal mit den Horizon Mods reden, das ist ja eine Pflichtfrage. Das ist ja. FXXK Evo auf Abwägen. Wie lange muss man dafür fixieren, Zuschauer sein, nicht zu kennen? Also bei jeder Multiplayer, bei jeder Wheelspin-Folge kommen die Gletschermöwen, sind die quasi Thema. Ein wichtiger Ort. Und bei jeder Lost-In-Folge eigentlich auch mehr oder weniger. Ich finde hier sogar Bilder zu Möwen auf Gletschern. Die ja, existieren. Siehste? Natürlich. Wie auch immer die da hinkommen. Super authentisch, die gibt's nur in Mexiko. Ist das Ingame-Footage? Ja, das ist Mexiko. Ja, ja. Der Yucul-Salon-See. Klingt sehr mexikanisch, wo ist denn das? Warte mal. Da, jetzt sieht das Geglitzer noch ein bisschen komisch aus. Island, ja, das ist von Mexiko jetzt echt nicht so weit weg. Next Expansion confirmed. Fortune Island, da geht's dann so um so Schatzsuche und so. Ja. Ein bisschen isländisch angehaucht. Ah, ne, halt, das hatten wir schon. Ach ja, muss jetzt Spanisch sein. Fortunas Islandos. Sordele. Ich würde aber sagen, Tobi, wenn du es nicht findest, ich kapituliere. Jetzt hier ab, oder? Ich kapituliere. Dann gucken wir auf der Karte, ob du uns entdeckst. Ah doch, er kommt gerade. Ah, da! Ja. Mann, so nah dran! Ja, jetzt. Oh, ich Mann. Ich sehe es leider nicht. Ah, doch jetzt hier. Ah ja, der erste fast da. Ja, da war sie ja da. Da war sie ja da. Ich will da zu früh aufgeben, aber ich weiß immer noch nicht, was da ist. Ach Gott. Ja, das sind so ganz viele einzelne verlassene Hütchen, sag ich mal. Oder was heißt verlassen? Also, es ist halt am Arsch der Welt. Okay, das hätte mir auch, wenn ich davor gestanden hätte, jetzt sagt mir nichts. Ja, egal. Wir machen die nächste Runde und Aaron, du darfst starten bei Street, Andy bei Street, Ares bei Wilds, Falk bei Street, Luna bei Apex, Maxi beim Hauptfestival, XT beim Hauptfestival, Spadboy bei Wilds, Stui bei Apex, Kuru bei Wilds, Tobi bei Wilds und meiner Eins bei Bacha. Was passiert da hinten? Das sieht irgendwie komisch aus. Egal, dann gehen wir mal zu. Ich hatte kurz Angst, auf mir stand ein LKW. Passiert. Ja. Bestimmt war's Andi. Alltag. So, Spannung steigt. Unser nächstes Ziel ist... Ja, Moment noch. Okay, also Leute, ganz ehrlich. Einfacher wird's jetzt wirklich nicht mehr. Stadion. Ja, okay, stimmt. Das wäre noch einfacher. Zweiteinfacher wird es nicht mehr. Und zwar, unser Ziel ist nichts anderes als Dulum. Ja, okay, gut. Also, ich hätte jetzt die Route vermutet, weil die ist auch sehr einfach. Gott sei Dank, ich habe Route gestellt, jetzt auf DRS aktivieren und los geht die wilde Fahrt. Ich habe jetzt natürlich von Bacha natürlich den kürzesten Weg. Das heißt halt wieder, können wir jetzt schon wieder meinen, absolut gecheatet die Aktion, aber hey. Radfeig, ich helfe dir. Ihr habt gerade keine Windschatten, ihr habt ein Windloch. Ja, oh, Junge! Aber ein schwarzes Loch schon fast. So, bitte lass da den Käfer kommen. Exit hat schon ab von mir hier. Ihr nehmt den Punkt, das ist klar, oder? Ich bin da. Also die Challenge ist, gerade ihr müsst alle vor mir da sein. Denkt mal dran, wo sich in Begrenzung mal sitzt. Achtung, Erdbeben. Ich sehe den Sprung, das kann ich mir nicht nehmen lassen, ja? Ich habe mich falsch war.
Nehmen wir 390 im Begrenzer. Man könnte schon noch wesentlich mehr, aber das Getriebe ist halt einfach zu Ende. Ja, Radical fängt an, sich bei 290 zu quälen. Auf meiner bei 320, weil er zu viel Ausdauer hat. Ich will jetzt nicht zu viel in die Zukunft vorgreifen, aber Ray, du hast gute Chancen, dass du wirklich nicht Letzte wirst. Nee, das ist die Challenge hier. Also ich muss der Letzte sein, sonst kommst definitiv vor uns an. Oh Gott. Das kann ich sein. Ich hab der beideste Startbogen gehabt. Ja, aber manchmal kommt es nicht auf die Entfernung und die Motorisierung des Autos an, sondern es sind Dinge passiert. Ich verwechsel das. Irgendwas ist gelöscht los. Oder was geblitzdingst worden. Ey, Falk, jetzt tue ich dir einmal das Auto. Jetzt nicht sagen, also, das kann mir jetzt niemand sagen, dass er nicht weiß, wo er hin ist. Aber, also, man sieht tatsächlich jetzt mal die ganze Karte, wenn man so allein auf die Karte schaut. Ich sehe gerade alle sich regelmäßig bewegen. Das ist ja schon mal schön. Und das gute Chance, dass du nicht letzter wirst. Kann ich da nicht stehen. Ey, Falk, wo bist du jetzt hin? Magic. Weiß, Louis. Okay, bin auch da. Ich habe einen kleinen Umweg durch die Lüfte genommen, ich brauche noch 2 Meter. Das war der erste Meter. Ah, warte mal. Oh Gott. Noch ein halber. Ich sehe Quantenblüte. Warte mal, das war nicht so wohl. Oh, das ist eine Kurve. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist eine Kurve? Die stellt sich dir jetzt mal vor. Kurvendiskussion? Voller Kurve. Ja. Das ist mal eine Kurve. Da fehlt schon wieder was anderes. Das fuckt Tobi. Ja? Ja, das ist bei dir ein Mobiltelefon oder ähnliches. Am Werkeln. Oh nein, ich bin falsch abgebogen. So, sehe ich denn auch, was hier für Dinge passiert sind? Dann war es wohl doch dein Navi, was sich gerade beschwert hat. Das ist aber auch nicht erlaubt. Hier ist Bad Boy, ich sehe Wayne. Jetzt ist die Karte auf jeden Fall wieder gefreezed. Andi, du hast es kaputt gemacht. Cool, danke. Gerne geschrieben, meine ich. Ja, legit halt. Es bewegt sich bei mir gar niemand mehr. Och man, das war ganz so cool. Ja, im kurzen Moment geht's manchmal oder wieder nicht. Hat das überlastet, wenn ihr alle drauf guckt. Ja. Du hast das nie gemacht. Weil selbst die Karte lost ist. Du hast den LKW mitgenommen und dann warst du weg. Ja, ich hatte eine falsche Abzweigung. Ach, das ist Andi und der ist der feste LKW. War doch hier, oder? Nee, das sind keine Fragen. Aha. Existiert Trump der Realität, Moment? Ja. Ja, das haben wir jetzt schon geschaut. Stadt haben wir, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Sieht nämlich ziemlich identisch sogar aus. Weil das so ein Freizeitpark oder irgendwas ist. Ja, aber ist größer, ne? Das haben wir, ich glaube, in der ersten Lost-In-Ausgabe sogar oder in der zweiten. Das Thema. Ähnliche Fragen. Wie gefährlich ist Tulum? Ah, okay, cool. Da regnet es gerade, by the way. Aber jetzt auf dem Weg reißt mal ganz schön. Oh, ich hab's auch gefunden. Yay. Ist es auch, das ist ja ein Aua, ist ja ein Paralleluniversum. Also, da ist ein Einwohner. Wahnsinn. Gar nicht wahr. Doch. Da hat sich das Einwohner. Hat 24/7 offen, danke Google. Die Stadt macht nicht um 18 Uhr zu. Ja. Wie es wieder Wasserfall. Mal Städte in unserer Geschichte gegeben haben, die keine Ausgabe haben. Wie der Wasserfall, der hatte doch auch öffentlich zu sein. Wie in Indien, hier mit diesen Kasten, wo auch abends die Tore schließen. So. Also Ray ist da. Das ist kein See, aber... Bad Boy ist noch unterwegs. Aber das Bad Boy hat es dann doch nicht geschafft. Ich sehe nicht mal Ray. Ah doch, da ist er. Ich sehe mich auch nicht. Keine Ahnung, wo Bad Boy heißt es mal wieder. Ich sei da hinten hingefahren. Achso, eigentlich ist es hier vorne. Ach, ja. Wir haben uns der Landschaft angepasst. Vor allem der riesige Truck. Ja.
Ja gut, ich war jetzt der Letzte, dann können wir jetzt ja weitermachen. Scheinbar aber nicht. Wer fehlt denn noch? The Great Biabo Returns? Ich sehe niemand, der fehlt. Hey, Lul. Da ist Spitboy. Also auf der Karte sehe ich auch niemanden aktuell. Doch, da. Auf der Karte ist niemand. Spitboy, doch. Spitboy, bist du schon da? Nee, ich bin noch unterwegs. Wo ist der auf der Karte? Ich sehe ihn nicht. Irgendwo im Süden bei mir. Auch bei mir ist er am Stadion. Ja, stimmt, am Stadion. Ja, im Stadion bin ich nicht mehr. Ah, doch, da ist er. Nee, bei mir ist aber Krankute in der Nähe. Was? Krankute, okay. Was für ein Pute? Die große Pute. Im Übrigen, Gran Pute hat doppelt so viel Fleisch wie eine normale Pute. Ah ja. Richtig. Habe ich einfach so festgelegt halt. Bin ich jetzt der Einzige, der noch unterwegs ist, oder? Wo kann man die kaufen? Nein. Nirgends. Ray ist ja letzter, ist ja logisch. Das, ja, aber ich bin nicht ja der Letzte jetzt gewesen. Also eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, that's it. Bei mir steht er immer noch im Stadion. Also wenn ich nach Gran Pute google, finde ich Hundefutter. Das ist nicht ganz das, was mir auch hat, ehrlicherweise. Es hat ja auch niemand behauptet, dass es für den Mensch ist, ne? Schmeckt eigentlich Hundefutter? Probier's doch mal. Ich rate, auf jeden Fall nicht so eklig wie Katzenfutter, das kann ich glaube ich schon mal garantieren. Katzenfutter ist besser. Da gehe ich auch irgendwie von aus. Das glaube ich nicht. Katzenfutter stinkt doch besser. Wie aus der Hölle. Hundefutter gerochen? Natürlich drauf an, was für ein Futter du nimmst. Ja gut, klar, da gibt es wahrscheinlich auch so Gourmet, super duper Gerichte. Gerichte. Ja, vor allem Katzen sind doch, die fressen doch nichts, was irgendwie schon leicht verdorben oder irgendwas ist, sondern die fressen nur, wenn sie quasi riechen, da ist es absolut einwandfrei, und Hunde, denen kannst du alles geben, die können ja auch Aas fressen, das ist ja scheißegal. Soll ich dir mal meine Katze vorstellen? Ja, aber ich glaube, das ist auch von Rasse zu Rasse unterschiedlich, glaube ich. Also, ja, Katzen, also meine Hündin ist sehr wählerisch. Ich habe schon gesagt, immer, das ist, glaube ich, eine Gourmet-Hündin. Also die riecht dran, wenn es nicht schmeckt, dann lässt es liegen. Also das ist echt krass. Also wenn du einen Labrador hast, der saugt alles auf. Ja, das ist klar. Ja, es gibt halt Staubsauger. Ich wollte gerade sagen, es gibt Hunde, die haben den Spitznamen Staubsauger verdient. Also alles, was an Hunden wichtig ist, das kenne ich auch. Zum Beispiel der Hund von meinem Kumpel, der beim Schnüffeln meine Spinne eingesaugt hat. Oh. Ja gut, Fleisch ist Fleisch, ja. Proteine. Ja, nee, Fleisch ist Fleisch, würde ich nicht sagen. Da gibt es ja auch schon Unterschiede. Aber ich inhaliere meine Steaks auch nicht. Unser Hund fängt immer eine Wespe, wenn er gestochen wird, ist er so blöd und will sie nochmal fangen. Sehr cleveres Tier. Ja, vielleicht denken, das ist eine Biene und geht dann ist Futsch. Nach einmal Stich vorbei oder so, weißt du? Ah, René ist natürlich sichtbar. Oh, ja. Ich habe eine unglaubliche Wespen, Bienen, Hummel, alles was gelb-schwarz ist und fliegt Phobie. Und Spinnen. Also und Spinnen auch, ja, tatsächlich. Überleg mal, Andi, stell es dir einfach mal bildlich vor, das ist eine Spinne. Bin ich denn in der Nähe? Die fliegen kann, ja. Und einen Stachel hat. Nein. Ja. Alter, dann wäre ich, aber dann würde ich mich direkt umbringen. Das ist ja. Da ist er weg. Ja, jetzt ist er wieder weg. In meinen Augen sind Spinnen ja eigentlich nicht aggressiv. Also gibt bestimmt aggressive. Nein, aber Spinnen, die sehen komisch aus. So, wir sind fertig mit dem Gedankenbild, ja? ist korrekt, weil es sind, glaube ich, jetzt alle da. Nee. Und nein. Der ist vorbeigefahren. Nee, der ist doch gerade jetzt hier vorne hingefahren. Seppel, du bist nicht vorbeigefahren, oder? Er ist vorbeigekampft. Also, er ist tatsächlich weitergefahren, das müssen wir. Den mach ich fertig. Aber guck mal, Bienen und Hummeln sind harmlos und Wespen kommen schon so an, willst du Stress oder so. Jetzt echt vorbeigefahren? Darf ich dir die Gattung Bremse vorstellen? Regenbremse, Scheibenbremse oder welche? Nee, die Viecher, die beim Heumachen immer in deine Traktorkabine reinkommen, aber irgendwie nicht mehr raus und dich dann nach einer Stunde der Kunstfahrt des Gesamts zerstechen. Vorbeigefahren. Ich nicht. Mist. Jetzt kommt die halbe Kolonne. Ada. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. So, hier habt ihr gestanden? Und dann bin ich dann vorbei. Ja, genau. Ja. Genau so, ja. Genau so standen wir da. Und die ganze Zeit gehupt. Okay. Hey, ich hab irgendwie so, ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin schon ein bisschen müde. Ich dachte gerade, da steht noch ein FXX-Kabel. Das ist auf einmal jetzt. Was? Nein, hier war nichts. Ja, was der mit der komischen Ach, Parklücke. Ah, da ist er wieder.
Gut, ich würde sagen, um das einfach zu beschleunigen, machen wir jetzt, starten wir alle von hier aus zum nächsten Ziel. Und das nächste Ziel ist der Startpunkt der Folge. Leider. Aber ordentlich parken. Ordentlich parken. So, nee, damit würde ich nämlich sagen, machen wir diesmal Schluss, weil wenn wir jetzt nämlich ein neues Ziel machen, weiß ich schon wieder, dann gibt es wieder eine anderthalb Stunden lange Folge und das ja, muss auch nicht sein. Deswegen heben wir uns einfach die anderen Ziele für eine nächste Lost-In-Ausgabe auf und deswegen, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Checkt auf jeden Fall die anderen Kanäle aus. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.